Rudi Altig, Sie haben in diesem Jahr die Spanienradrundfahrt gewonnen, die Punktwertung der Tour de France und gehörten zusammen mit Jacques Anquetil zur siegreichen Mannschaft der Tour de France. Aber hier in diesem Film handelt es sich um ein Mannschaftszeitfahren um die Trofee Baracchi in der oberitalienischen Stadt Bergamo. Wie viele Mannschaften waren am Start? In diesem Zeitfahren nehmen immer so circa 10 Mannschaften teil, die im Abstand von 3 Minuten an den Start gehen. Und als wievielte Mannschaft sind Sie gestartet, wir, zusammen mit Anquetil? Wir starten als vorletzte Mannschaft und hinter uns Baldini, Bambianco. Hier fahren wir gerade an Bailetti Fignoli vorbei. Die 6 Minuten vor Ihnen gestartet die vier, waren? Die sind 3 Minuten vor uns gestartet. Das ist der Weltmeister Stablinski? Stablinski mit seinem Mannschaftskameraden Elliot, dem Irländer. Jacques Anquetil hatte nicht seinen besten Tag, er hatte sehr bald einen Schwächeanfall. Wann haben Sie es gemerkt und was haben Sie getan? Ich merkte es 50, 60 Kilometer vor Schluss, dass Anquetil nicht der Anquetil war, mit dem ich gerechnet hatte. Hier fahren wir zum Beispiel an den Italienern Buffy Trabe vorbei und ich merkte, dass ich laufend die Führungsarbeiten übernehmen müsste und Anquetil war nicht mehr fähig. Die Spitze zu fahren, dass man hier gut erkennen kann. Ich sprach ihm immer Mut zu. Und aber er konnte noch nicht einmal an ihrem Hinterrad bleiben. Er hat mir auch später gesagt in Dortmund, er wollte laufen, mir aufs Hinterrad fahren und sich stürzen, damit er das Rennen frühzeitig beenden kann. Aber er war eben zu schwach dazu. Sie haben ihn dann gezogen und geschoben. Dürfen Sie das? Gezogen, ja, ich darf bei einem Zeitfahren, darf ich alles machen. Also von Mann zu Mann, ich darf alles geben und darf alles nehmen. Von meinem Mannschaftskameraden nur nichts, von einem Materialwagen, den wir gleich, glaube ich, hinter uns sehen werden. Die Strecke war 111 Kilometer lang und ich glaube, auf den letzten 15 Kilometern sind Sie für zwei gefahren, wie auf diese Bilder sagen. Auf den letzten 15 Kilometer war ich laufend dabei, angedient zu schieben und zu ziehen und alles Mögliche getan. Und kurz vor der Einfahrt ins Stadion stürzte er dann, es war allerdings schon nach der Zeitnahme, sodass er gewertet wurde zusammen dass mit ihm. Ich dann allein ins Stadion einfuhr und gab hier zu erkennen, dass Anquetil draußen gestürzt war. Anquetil ist mitten in die Zuschauer gefahren, ist, hat sich verletzt. Die Kurve nicht gesehen oder ich weiß nicht, er fuhr geradeaus in die Zuschauer. Ich sage ihm noch, Jacques, du musst links einbiegen, er fuhr geradeaus.